Angriff der Eurokiller. Alternative für Deutschland oder Gefahr für Europa? Darüber reden wir heute mit Bernd Lucke. Er ist Gründer und Vorsitzender der Alternative für Deutschland und mit Thomas Strobel. Er ist Chef der CDU in Baden-Württemberg und Stellvertreter von Kanzlerin Angela Merkel. Herzlich willkommen bei 2 plus live. Argumente zählen. Damit Sie den Einstieg in die Sendung finden, hier die wichtigsten Positionen und Thesen zu unserem Thema. Gefahr für Merkel. Die neue Partei Alternative für Deutschland will mit Anti-Euro-Parolen in den Bundestag. Eine zentrale Forderung: Die Rückkehr zur D-Mark darf kein Tabu sein. In der Politik ist nichts unumkehrbar. Der Euro schon gar nicht. Er war ein historischer Fehler, aber Fehler können korrigiert werden. Die Zustimmung für die neue Partei wächst. Laut Umfragen kommt sie auf 4%, Tendenz weiter steigend. Die AfD könnte einen klaren Wahlsieg Merkels im Herbst zumindest erschweren. Die Union ist alarmiert. Wir sollten uns als Union schon ernsthaft fragen, aus welchen Gründen Menschen leider auch unsere Partei verlassen und sich der neuen Partei zuwenden. Und vor allen Dingen sollten wir die Sorgen und Nöte der Sympathisanten der Partei ernst nehmen. Herr Lucke, 13,2 Milliarden D-Mark sind noch in Deutschland in Umlauf. Haben Sie auch noch eine Reserve zu Hause? Eine einzelne Mark habe ich noch, ja. Mehr nicht. Ich habe für Sie einen 5-D-Mark-Schein ausgegraben. Das ist reizend, den werde ich meinen Kindern mal zeigen, damit sie wissen, was sie da aussieht. Wenn Sie das so anfassen, gibt es da so ein erotisches Verhältnis zu D-Mark? Überhaupt nicht. Ich habe da ein ganz sachliches Verhältnis zu. Aber ich finde den Schein hübsch. Ich muss sagen, ich finde das persönlicher mit dem jungen Mädchen als diese ganzen Brücken, die wir heutzutage auf unseren Geldscheinen haben. Herr Strobel, wie sieht es bei Ihnen zu Hause aus im Panzerschrank? Gibt es noch eine D-Mark aus alter Erinnerung? Im Panzerschrank nicht, aber ich glaube, so in einer alten Zigarrendose sind noch ein paar Münzen und möglicherweise auch ein paar ganz kleine Scheine. Sie haben sich heute als Ihr Lieblingsgetränk einen schwarzen Tee gewünscht. Den bekommen Sie jetzt auch. Aber zwar schwarz. Ganz schwarz, aber Schwarztee ist besser als Schwarzgeld in der Schweiz. Das ist aber überhaupt gar keine Frage. Sie sind da nicht vorbelastet, wenn Sie auch berühmte Trainer und berühmte Manager des Fußballs sehen? Nein, also Gott sei Dank und leider nicht. Herr Lucke, Sie sind ganz unkonventionell und haben einen Rhabarbersaft bestellt. Sie wissen ja, das Getränk hat eine ganz schöne Restsäure. Ich habe in erster Linie bestellt, weil er mir gut schmeckt. Aber wenn Sie mich jetzt so fragen und was Symbolisches haben wollen, dann würde ich sagen, der Rhabarber ist ja so ein bisschen wie die Alternative für Deutschland, nicht wahr? Er ist bodenständig und erdverbunden. Und geht manchen ganz schön an die Nieren. Das ist mir noch nicht passiert. Herr Lucke, ich muss zugestehen, wir müssen ja immer unfreiwillig dieses ganze Papier lesen vorher, aber ich weiß immer noch nicht, wofür Ihre Partei eigentlich steht. Was wollen Sie wirklich, wenn Sie einen Kernsatz sagen? Unsere zentrale Forderung ist, dass wir das Euro-Währungsgebiet auflösen wollen, weil wir glauben, dass der Euro gescheitert ist und zurzeit Europa spaltet, statt es zu versöhnen. Mhm. Aber wie das so dahin geht, das wollen Sie auch nicht genau sagen. Selbstverständlich sage ich das genau. Das haben wir auch auf unserer Facebook-Seite inzwischen gestellt. Wir haben einen ganz detaillierten Fahrplan aufgestellt, wie man den Euro zunächst einmal in den Südländern systematisch ersetzen kann. Mhm. Und dann, wenn die Südländer ausgeschieden sind aus dem Euro, auch das Rest-Euro-Währungsgebiet entweder in kleinere Verbünde auflösen kann oder die nationalen Währungen wieder einführen kann. Kommen wir ganz konkret auf den Schein, der vor Ihnen liegt mit der schönen Frau. Wollen Sie die D-Mark abschaffen? Die D-Mark will ich nicht abschaffen, die haben wir doch gar nicht. Entschuldigung, wollen Sie den Euro abschaffen? Wir wollen den Euro verändern in seiner Wirkung als Währung, weil er in dem großen Währungsgebiet einfach ungeeignet ist für die Eurozone. Mhm. Ob die Restwährung, die nach unseren Vorstellungen eines Tages übrig bleibt, D-Mark heißt oder Euro heißt, das ist zeitrangig. Da bleiben Sie so diffus wie andere Parteien in anderen Programmen auch. Nein, es ist nicht diffus, sondern es ist einfach so, dass wir schon anerkennen, dass der Euro eine Gemeinschaftswährung ist und dass man auch mit den europäischen Partnern darüber reden muss, wie man das Währungsgebiet verändert, wenn man erkennt, dass es insgesamt zum Nachteil der Europäischen Union ist. Herr Strobel, Sie hören also, eigentlich will die Alternative für Deutschland die D-Mark nicht wieder einführen. Jedenfalls sagen Sie es nicht konkret, also doch auch keine große Gefahr für Sie. Das ist ja genau das Problem, dass man dagegen ist. Man sagt, wir sind gegen den Euro. Aber dass man überhaupt keine Alternative dafür hat, wie soll es dann weitergehen? Es ist eine reine Gegenposition und es ist nichts Konstruktives dabei, wie es dann kommen könnte. Sie sind ja gerade auch, haben sich da wirklich durchlaviert. Sie sind gegen den Euro, das machen Sie populistisch und Sie haben kein Rezept.
wie es dann weitergehen könnte. Aus Ihrem Munde zu hören, dass es keine Alternative gibt, das wundert mich wirklich. Die Frage ist berechtigt, wollen Sie zurück zur D-Mark oder nicht? Eine Antwort haben Sie nicht gegeben. Ich habe gesagt, wir wollen das Euro-Währungsgebiet auflösen. Ich habe gesagt, wir wollen dagegen, gegen den Euro. Wir wollen zu kleineren Verbünden zurück oder zur nationalen Währung. Und das bedeutet, wenn es eine nationale Währung ist, natürlich die D-Mark in Deutschland und den Franc in Frankreich. Naja, ent oder weder. Das klingt so ein bisschen wie eine Operation am offenen Herzen. Man fordert einen sehr großen Schritt, sagt aber nicht, wohin der Schritt am Ende geht. Doch, wir sagen ganz klar, wo der Schritt hingeht, nämlich zu einer Verkleinerung des Währungsgebietes. Mhm. Und diese Verkleinerung muss so sein, dass wir nur noch wirklich sehr stabile Währungsverbünde haben oder uns eben auf einzelne Länder beschränken, die eine nationale Währung haben. Das heißt, das konkret gehört Frankreich dazu, ja oder nein? Nach meiner Vorstellung, wenn Sie nach ökonomischen Kriterien gehen, gehört Frankreich nicht dazu. Frankreich hat große Probleme. Frankreich hat große Probleme mit seiner Industrieproduktion. Frankreich deindustrialisiert sich langsam. Frankreich leidet unter dem Euro in einer Art und Weise, in der wir das schon in Italien und in Spanien und in Griechenland und in Portugal gesehen haben, nur mit einer Zeitverzögerung von einigen Jahren. Und deshalb, wenn wir ökonomisch entscheiden, gehört Frankreich ganz eindeutig nicht hinzu. Und ich habe Sorge, dass Politiker vielleicht wieder politisch entscheiden könnten. Ja, heißt das aber Frankreich zum Beispiel als Kernland auch der europäischen Versöhnung raus aus dem Eurogebiet? Was würde das politisch bedeuten aus Ihrer Sicht? Das wäre politisch mit Verlaub wirklich eine Katastrophe. Ohne den französischen Partner werden wir in Europa ganz, ganz wenig oder gar nichts bewegen können. Ich möchte auch, weil Herr Lucke mich angesprochen hat, wegen der Alternative. Also es gibt schon eine Alternative zum Euro. Diese Alternative heißt Schrumpfung der Volkswirtschaften. Diese Alternative heißt Massenarbeitslosigkeit. Diese Alternative heißt Verelendung über weite Strecken in Europa. Diese Alternative heißt Verarmung in Deutschland. Das ist die Alternative, die wir nicht für Deutschland wollen. Und deswegen glaube ich, dass Sie keine Alternative haben. Fühlen Sie sich angesprochen? Ist das sozusagen Ihr Programm, was er jetzt skizziert hat? Das, was Sie gerade skizziert haben, Herr Strobel, das ist das, was ich in anderen europäischen Ländern zurzeit sehe. Da sehe ich, dass sich die Arbeitslosigkeit seit der Einführung des Euro verdoppelt oder verdreifacht hat. Da sehe ich Niveaus von Jugendarbeitslosigkeit, die in Griechenland bis an 60% heranreichen, in Spanien 50%. Aber das hat doch mit dem Euro nichts zu tun. Da sehe ich Verarmung und das in Deutschland auch geben. Und da sehe ich Stagnation und da sehe ich Rezession. Und ich glaube nicht, dass es angemessen ist, als Europäer zu denken, nun uns geht es gut und wir genießen dieses Wohlbefinden auf dem Rücken der anderen Länder, denen es ausgesprochen schlecht geht, weil sie nicht wettbewerbsfähig sind. Und dass sie nicht wettbewerbsfähig sind, Herr Strobel, das liegt nun mal am Euro, denn sie können nicht abwerten. Nun sagen Sie aber auch, Herr Lucke, dass es so etwas Mysteriöses geben soll, wie zeitweise, vielleicht über ein Jahrzehnt, von Parallelwährungen. Sie selbst sind Ökonom und wissen ja eigentlich ganz genau, welche Risiken mit Parallelwährungen verbunden sind. Warum fordern Sie das trotzdem? Ich weiß nicht, welche Risiken von Parallelwährungen Sie fordern, aber ich weiß, welche Risiken damit verbunden wären, wenn man über Nacht aus dem Euro aussteigen würde. Und deshalb fordern wir das auch gar nicht, sondern wir fordern einen gleitenden Übergang von dem jetzigen System, wo wir nur den Euro haben, hin zu einem System, in dem es dann in den Südstaaten nationale Währungen wieder geben wird. Und dafür ist es sinnvoll, und das ist von vielen Ökonomen vorgeschlagen worden, eine Zeit lang den Euro und eine nationale Währung gleichzeitig als legales Zahlungsmittel zu Aber es gibt da gar keine Erfahrung, und die Erfahrungen, die es international gibt, sind sehr negativ. Und das ist eine Hochrisikopolitik. Das müssen Sie natürlich den Menschen auch sagen, oder? Es gibt sehr wohl Erfahrungen mit Parallelwährungen, sogar eine ganze Reihe von Erfahrungen. Aber es gibt in der Tat nicht die Situation der Auflösung eines so großen und so heterogenen Währungsgebietes, wie wir es im Augenblick haben. Deshalb muss man das Ganze vorsichtig und behutsam machen. Und die Parallelwährungen sind gerade eine Möglichkeit, das so zu tun. Herr Strobel, die Alternative für Deutschland ist im Grunde Fleisch vom Fleische der CDU. Wenn man jetzt die Köpfe sieht, sehr viele CDU-Leute. Sie waren, glaube ich, 33 Jahre in dem Club. Das ist richtig. Aber wir haben viele Leute, die aus dem politisch linken Lager kommen. Wir haben Leute, die von den Grünen kommen. Ja. Wir haben Leute, die von der SPD kommen. Meinungsumfragen sagen, dass wir großen Zulauf auch von der Partei Die Linke haben. Das sind keineswegs Wir verlassen uns jetzt heute auf Ihre Argumente und weniger auf Meinungsumfragen. Aber ich wollte auf ein Hauptargument kommen, weil diese Konzentrationsthese, die Alternative von Deutschland präsentiert, nämlich, dass man sozusagen sich auf Kerneuropa bezieht. Das hat ja auch Ihr Schwiegervater in früher Zeit und Herr Lamers auch gefordert. In der CDU gab es zu Anfang der Europolitik sehr starke Sympathien für Kerneuropa. Das haben Sie wahrscheinlich noch im Sinn. Also ist da nicht eine Parallele, ist der Grundgedanke von der Alternative für Deutschland nicht auch klassisches CDU-Gedankengut? Nein, das kann man nun wirklich nicht sagen. Dass wir unterschiedliche Geschwindigkeiten in Europa haben, das haben wir ja auch bei der Währung. Der Euro ist ja nicht in ganz Europa, sondern er ist lediglich in der Eurozone. Jetzt kann man füglich darüber streiten
ob das richtig oder falsch war, jedes Land dazu zu nehmen. Ich habe im Deutschen Bundestag dagegen gestimmt, dass wir Griechenland aufnehmen, weil das schon damals absehbar war, dass das Land nicht reif ist. Da hatte die SPD und die Grünen mit ihrer Mehrheit damals im Deutschen Bundestag andere Vorstellungen. Aber wir haben im Prinzip diese Berücksichtigung der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit von Ländern. Und das sollten wir auch in der Zukunft so halten. Aber sagen Sie noch einen Satz zu der Idee Kerneuropa, den, wie gesagt, auch Finanzminister Schäuble früher favorisiert hat, dass man also homogenere Einheiten hat von wirtschaftlich ähnlich starken Ländern. Ja, wenn Sie so wollen, Herr Leif, ist ja die Eurozone ein Stück weit auch Kerneuropa. Man kann sich darüber unterhalten, ob das noch Zypern kleiner Zypern, sein soll, Griechenland. Ob das etwas größer sein soll. Ach, wissen Sie, ich glaube, mit Zypern, das ist etwas, das werden wir hinbekommen. Das werden wir in einigen Monaten sehen. Das ist eine schwierige Operation gewesen. Das gebe ich Ihnen gerne zu. Aber daran wird der Euro nicht zerschellen. Auch da nehme ich jede Wette ein. Dann hätten Sie aber gar keine Kredite geben dürfen. Wenn die Stabilität der Eurozone nicht gefährdet ist, würde das ISM-Gesetz das gar nicht zulassen. Es haben der IWF und es haben die Zentralbank die Systemrelevanz von Zypern festgestellt. Sie haben gerade gesagt, es würde keine Rolle spielen. Ich habe gesagt, nachdem wir die Operation, die schwierig war, Sie müssen schon genau zuhören, nicht nur reden, das gehört auch dazu. Ich habe gesagt, nachdem wir diese Operation durchgeführt haben, wird der Euro Zypern überstehen. Das ist ein Unterschied. Wenn wir das nicht gemacht hätten, dann könnte das möglicherweise anders aussehen. Jedenfalls nach Auffassung des Internationalen Währungsfonds, jedenfalls nach Auffassung der Europäischen Zentralbank. Sie haben eine andere Meinung, das ist Ihnen aber unbenommen. Aber Herr Struppel, ich vermute, dass Sie bei Ihren vielen Vorortbereisungen, zum Beispiel im tiefen Schwarzwald, auch hören, deutsches Steuergeld für Steueroasen in Zypern, da können wir eigentlich nicht mitgehen. Aber deswegen haben wir ja die Steueroasen abgeschafft. Okay. Deswegen haben wir die Banken massiv verkleinert. Richtig. Deswegen haben wir darauf gedrungen, sehr zum Ärger der zyprischen Regierung, dass dieses Bankenmodell, welches ja zwangsläufig in ein Bankrott führen musste, nicht mehr so weitergeführt werden kann. Das ist ja gerade der Kern dieser Europolitik, wie wir machen, dass wir sagen, es muss sich etwas ändern in solchen Ländern. Das haben wir jetzt gelernt, aber die Alternative für Deutschland ist immer noch ein großes Rätsel. Und deshalb haben wir bei einem Parteienforscher, der sich auskennt, aus Freiburg nachgefragt, bei Professor Ulrich Eid. Und er wird uns das Rätsel etwas mehr näher bringen. Aus heutiger Sicht sind die Chancen eher gering, dass die AfD in den Bundestag einzieht. Ein Thema reicht bei Bundestagswahlen nicht aus. Es geht hier nicht um eine Abstimmung über den Euro, sondern Wählerinnen und Wähler entscheiden sich über Pakete inhaltlicher Vorstellungen. Im Allgemeinen braucht eine Partei, auch wenn sie als Protestpartei erstmal daherkommt, ein Lebensgefühl, was sie verkörpert. Und das ist bei dieser Thematik und bei dieser Partei bisher noch nicht richtig deutlich geworden. Wichtig für den Persönlichkeitswahlkampf ist, dass jemand in der Öffentlichkeit sehr gut bekannt ist. Das ist die erste Voraussetzung. Ganz generell denke ich, die Union hat bislang jedenfalls Glück, dass sie keinen konservativen, sagen wir, La Fontaine hat, der die frustrierten Unionswählergruppen in eine andere Partei rechts von der Union führt. Herr Lucke, sind Sie der konservative La Fontaine? Nein, ich bin weder La Fontaine noch bin ich konservativ. Mhm. Ich bin eigentlich lange Jahre CDU-Mitglied gewesen, wirklich Christdemokrat, in der Wolle gefärbt, und ich fühle mich einfach von meiner Partei verlassen. Wir sind auch keine konservative Gruppierung, wie ich gerade schon gesagt aber habe, bleiben wir bei dem rechts von der CDU. Das möchte ich doch gleich richtig stellen. Okay, bleiben wir beim Charisma. Braucht man für so eine neue Partei Charisma? Ich glaube, man braucht Inhalte. Und diese Inhalte haben wir. Und diese inhaltliche Diskussion, die wollen wir führen. Und da finde ich es ein bisschen komisch, dass dann manchmal von den etablierten Parteien der Diskussion ausgewichen wird und lieber irgendwelche anderen Themen angeführt werden, ob man strategisch der CDU-FDP-Regierung schadet oder ob wir irgendwelche Mitglieder haben, die rechtsextreme Neigungen haben und so etwas. Das wird alles als Ablenkungsmanöver missbraucht, statt wirklich über unsere Inhalte zu diskutieren. Aber bleiben wir trotzdem beim Charisma. Ein Wahlkampfmanager hat Ihnen jetzt sozusagen attestiert, Sie haben das Charisma eines Schluck Wassers. Fühlen Sie sich da sozusagen gut wiedergegeben? Absolut, ja. Okay. Ich habe keine Ambitionen, als Charismatiker hier aufzutreten, sondern ich möchte als Wissenschaftler hier auftreten, der zu bestimmten Einsichten gekommen ist, dass der Euro gescheitert ist, dass er eine ungeeignete Währung ist, und ich möchte sachlich überzeugen und nicht mit Charisma. Herr Strobel, nun hat ja ausgerechnet Ihr Schwiegervater, Herr Schäuble, als Erster in der CDU, wie so oft bei heiklen Themen, analysiert, dass es sehr wohl ein Problem ist für die Union, wenn es aus dem konservativen Bereich mit einem sanften Populismus um Stimmen gejagt wird bei Ihnen, in Ihrem Revier. Wie sehen Sie die Lage? Also,
es war immer eine große Leistung und es ist eine große Aufgabe für die CDU, dass rechts von der CDU keine Partei entsteht. Das haben wir über die Jahrzehnte ganz gut hinbekommen. Jetzt ist noch nicht so ganz klar, wo diese neue Partei zu verorten ist. Das ist alles noch sehr schwammig, weil es ist ja eine Ein-Themen-Partei. Man ist gegen den Euro, wie es weitergehen soll, weiß man nicht so ganz genau. Zwei, drei Themen stehen schon auf den zwei Seiten. Ja, also zwei, drei Themen. Also das Programm ist gut drei Seiten. Ich habe noch nie, seit ich das beobachte, und das ist 30 Jahre, ein dünneres Programm gesehen, das schneller verabschiedet, mit weniger Diskussion verabschiedet worden ist und das im Übrigen mit einer Dreiviertelmehrheit nur zu ändern ist. Nicht das Grundgesetz ändern wir mit Zweidrittelmehrheit, aber die neue Partei sagt Dreiviertelmehrheit. Also so stelle ich mir Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern und auch von Parteimitgliedern nicht. Ich habe Ihnen ja schon Stein. Vielleicht können Sie dazu was sagen, aber ich habe Ihnen ja schon Stein in den Garten geworfen. Auch Friedrich Merz, der ja von vielen der CDU noch verehrt wird als früherer Fraktionsvorsitzender, sagt, wir müssen die Partei ernst nehmen. Sie sind bei der Frage etwas ausgewichen. Also jetzt bei dieser Stimmung in der Bevölkerung, Euro gefährdet, jeden Tag kann was Neues passieren. Herr Klunker sagt noch, dass es auch durchaus die Dämonen können wiederkommen. Also viele ökonomisch ernstzunehmende Argumente. Jetzt kommt eine Partei, die sich präsentiert als bürgerlich, als konservativ, als Professorenpartei. Wie reagieren Sie darauf? Wie ist der Inner Circle? Sie sind ja ganz nah bei der Kanzlerin. Berichten Sie uns, damit wir etwas lernen. Also die Kanzlerin müssen Sie schon selber fragen. Sie fragen mich. Ja, aber gut, Sie sind im Hinterzimmer dabei. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir die Menschen, wir müssen den Menschen sagen, wir machen nicht alles hundertprozentig richtig. Und wenn man sich klar für einen Kurs entscheidet, wie Angela Merkel und die CDU, im Übrigen auch die FDP, die SPD, weite Teile der Grünen, wie wollen wir dieses große Problem in Europa lösen, dann gibt es auch Menschen, die damit nicht einverstanden sind. Und denen möchte ich sagen, wir machen vielleicht nicht alles hundertprozentig richtig, vielleicht nur zu 80%, vielleicht nur zu 70%. Und die müssen sich aber darüber im Klaren sein. Wenn Sie Herrn Lucke und der neuen Partei Ihre Stimme geben, dann erreichen Sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht das, was Sie wollen, aber möglicherweise 100% des Gegenteils von dem, was Sie wollen. Weil das nützt der SPD, das nützt den Grünen. Das heißt Vergemeinschaftung der Schulden in Europa, das heißt Eurobonds. Und das ist so ziemlich genau das Gegenprogramm zu dem, was wir wollen, aber auch das Gegenprogramm von dem, was... Und meinen Sie, das kriegen Sie rüber, transportiert diese Position? Aber absolut. Mhm. Die Wählerinnen und Wähler denken ja nach. Sie lassen sich ja, sie lassen sich ja nicht für dumm verkaufen. Und sie werden bei dieser Bundestagswahl besonders sorgsam mit ihrer Stimme umgehen, weil sie wissen, um was es geht in Europa und um was es vor allem auch geht in Deutschland. Für unseren Wohlstand, für unsere Arbeit. Sie kommen sofort dran. Dass die Wähler sich nicht für dumm verkaufen lassen, da habe ich mal eine Wahlwerbung der CDU mitgebracht, nicht wahr? Da hieß es dann also, muss Deutschland für die Schulden anderer Länder aufkommen? Ein ganz klares Nein auf Ihrem Flugblatt. Der Maastrichter Vertrag verbietet ausdrücklich, dass die Europäische Union oder die anderen EU-Partner für die Schulden eines Mitgliedstaates haften. Das ist der Grund, wer lässt sich denn für dumm verkaufen, wenn er für die CDU das stimmt, ist der Grund, Herr Strobel? Das ist der Grund, warum die CDU... Dann unternehmen Sie gerade einen Versuch. Das ist der Grund, warum die CDU nicht für die Vergemeinschaftung der Schulden in Frage kommt. Das ist der Grund, warum wir nicht für Eurobonds sein werden. Das ist nicht vereinbar mit dem Maastricht-Vertrag. Das ist nicht vereinbar nach meiner Überzeugung im Übrigen mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Wenn Sie das anprangern, das ist ja ganz in Ordnung so. Ich bin da auch dagegen. Ja, aber Sie haben dafür gestimmt. Nicht für die Vergemeinschaftung der Schulden. Ja, selbstverständlich. Nein, eben nicht. Wir haben keine Vergemeinschaftung der Schulden. Wir haben keine Eurobonds. Das ist das Konzept der Sozialdemokraten und der Grünen. Sondern wir haben eine Europolitik, die klar sagt, jawohl, wir sind solidarisch. Wir helfen auch im Einzelfall nach klaren Kriterien in Absprache mit der Zentralbank, mit dem Internationalen Währungsfonds, mit der Europäischen Kommission, mit anderen Partnern. Wir erwarten im Übrigen klare Gegenleistungen von denen wir helfen. Das ist etwas völlig anderes als die Vergemeinschaftung der Schulden. Das sind andere Parteien. Das ist wahrheitswidrig, was Sie hier sagen. Sie dürfen hier nicht alle anderen Parteien
über einen Kamm scheren und so tun, als hätten nur sie die Weisheit mit dem Löffel gegessen. Es gibt bei den anderen Parteien schon auch Unterschiede. Auch Herr wenn Ihnen das Strobel, nicht gefällt, was nehmen Sie schon die Realitäten zur Kenntnis. Herr Strobel, was Sie hier machen, ist wirklich eine grobe Irreführung der Öffentlichkeit. Denn genau Sie, Frau Merkel, die CDU, die CSU und die FDP haben diese Vergemeinschaftung der Schulden beschlossen. Das ist doch nicht wahr. Rettungsfonds, jetzt lassen Sie mich auch mal ausreden. Das ist doch nicht wahr. Entschuldigung, jetzt rede ich. Aber es ist grob unwahr. Als Sie die Rettungsschirme beschlossen haben, als Sie den europäischen Stabilisierungsmechanismus beschlossen haben, da haben Sie beschlossen, dass alle Länder gemeinschaftlich haften für die Schulden der Krisenländer. Und Deutschland haftet dafür. Deutschland haftet dafür in dem vollen Ausmaß des Kapitalanteils, den Deutschland am europäischen Stabilisierungsmechanismus hat. Und es muss sogar eintreten, wenn andere von den haftenden Staaten selbst ausfallen. Wenn Italien beispielsweise ausfällt und nicht mehr zahlen kann, dann muss Deutschland einspringen für die italienische Schuld. Es ist absolut eine Vergemeinschaftung der Schulden. Wir haben die Vergemeinschaftung der Schulden, das möchte ich noch einmal sagen, ist ein völlig anderes Konzept. Das ist das Konzept, das die Sozialdemokraten und die Grünen haben. Das verwechseln Sie, Herr Professor. Nein, das ist nicht mein Feindbild, aber, sondern das ist ein sachlicher Unterschied. Herr Strobel, wenn Sie die politischen Debatten ein bisschen verfolgen, dann bekommen Sie das auch mit. Das ist ein großer politischer Streit. Okay. Wir stehen dafür, dass wir die Vergemeinschaftung der Schulden eben nicht wollen. Aber und das ist ein, fundamentaler Unterschied. Ich glaube, und das sollten Sie auch nicht. Politik ist ein bisschen differenzierter. Ich glaube, da geht es nicht nur mit diesen Schlagworten. Das ist nicht in Ordnung. Dann müssen Sie es aber mal erklären, warum das keine Vergemeinschaftung ist, wenn wir gemeinschaftlich zahlen für die Schulden anderer Staaten. Herr Lucke und Herr Strobel, ich glaube, wir haben die Argumente ausgetragen. Sie konnten ganz schön Pro und Contra erwähnen. Und am Ende geht es ja darum, wie man Vergemeinschaftung definiert. Aber wir kommen zum weiteren Punkt. Ist es für Sie, Herr Strobel, in der CDU nicht auch eine unglaubliche Hilfe, dass es jetzt diese Partei gibt, dass Sie endlich mit dem Begriff des alternativlosen Politikstils aufhören können? Die Warnung sozusagen in Person von Herrn Lucke, dass Sie differenzierter mit der Eurokrise umgehen müssen als CDU und gezwungen werden, besser zu erklären? Nein, es ist ohne Alternative. Es gibt im Übrigen selbstverständlich auch zur CDU Alternativen. Die gibt es nicht nur Sie, gibt es auch noch ein paar andere. Nehmen Sie sich nicht wichtiger, als Sie sind. Es gibt auch andere Alternativen zur CDU. Und das ist auch in Ordnung. Ich sage nur noch einmal, die Alternative nach meiner ganzen Überzeugung, die Herr Lucke hier darstellt, das ist eine Alternative, wo in Deutschland, insbesondere in meinem Bundesland Baden-Württemberg, der Export zusammenkrachen würde und das wäre mit massiven Arbeitsverlusten, Arbeitsplatzverlusten in Deutschland verbunden und das wäre wirklich mit massiven Wohlstandsverlusten in Deutschland. Wir hätten eine andere Lage in Deutschland und deswegen finde ich es ziemlich verantwortungslos, was hier gefordert wird. Aber hat die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende nicht sozusagen die Alternative für Deutschland selbst produziert durch ihre Politik, dass es vermeintlich alternativlos alles ist, dass alles sozusagen gerettet werden muss, dass wir große Rettungsschirme brauchen. Sind Sie nicht selbst als CDU der Produzent dieser Partei? Man muss sich immer kritisch hinterfragen, wenn neue Parteien entstehen. Wie ist Ihre Antwort darauf, auf die kritische Selbstanfrage? In denen sich Protest sammelt. Herr Lucke hat ja selber darauf hingewiesen, dass er nicht Fleisch vom Fleisch der CDU sei, sondern dass sich auch aus anderen Parteien bei ihm viele Menschen tummeln. Überproportional aus der Linkspartei, haben Sie selbst gesagt. Ja, das stimmt ja alles nicht. Es ist aber schon auch ein Thema, ein Thema. Schauen Sie sich die Galerie der CDU. Ich will nur sagen, diese Protesterscheinungen gibt es ja immer wieder. Das hatten wir aus Hamburg, wo Sie ja auch herkommen, mehrfach. Es gab die Piratenpartei, auch eine ähnliche Entwicklung. Ja, aber Herr Strobel, da muss ich Sie mit dem Papier aus Ihrer eigenen Konrad-Adenauer-Stiftung konfrontieren. Ganz frisch, wir haben es exklusiv. Da steht das Gegenteil drin. Mit Stadtpartei und mit anderen Parteien kann man die Alternative für Deutschland nicht vergleichen. Sie haben honorige Ex-CDU-Leute, ein Chef der Staatskanzlei aus Hessen, der meiner Ansicht nach 100% mit Ihnen deckungsgleich ist, ist dabei. Ein konservativer Publizist, viele Wissenschaftler, Herr Stabatti, das sind da alles ehrenwerte, konservative, seriöse Menschen. Naja, wir haben aber gerade von dem Herrn Professor, den Sie zugeschaltet hatten, gehört, dass es darauf eben allein nicht ankommt, sondern dass die Wählerinnen und Wähler breiter schon auch entscheiden, nach dem, was ist im Angebot. Richtig. Sie wollen nicht nur den einen Protest haben, sondern Sie wollen schon auch ein etwas breiteres Angebot haben. Und das ist ganz Herr Lucke, in Ordnung. Das haben die Herren bisher noch nicht geschafft. Herr Lucke, da haben Sie auch noch nicht geantwortet drauf, das ist eben verloren gegangen. Herr Strobel hat so viel geredet. Sie haben schon ungefähr gleiche Zeit. Aber der Aspekt, dass Sie wirklich sich konzentrieren auf ein sehr diffuses allgemeines Ziel und wenig sonst im Angebot haben. Also erstmal ist unser Ziel ganz konkret. Das ist nämlich die Auflösung des Euro-Währungsgebietes. Da ist nichts dran diffus. Und wie gesagt, wir aber hier bei der D-Mark. Ich kann Ihnen gerne Publikationen von mir zeigen. Da ist es wirklich ganz detailliert ausformuliert.
formuliert, wie wir das machen. Und zum anderen stimmt es überhaupt nicht, dass wir eine Ein-Themen-Partei sind, sondern wir haben eine ganze Reihe von anderen Themen, die wir allerdings in der Tat für den Wahlkampf auf einem relativ kurzen Papier verdichtet haben, weil es bei der Wahlkampfführung nun mal so ist, dass man oft nur ein Flugblatt. Aber Sie haben das im Hamburger Arbeitszimmer des Professors geschrieben und haben Ihren Mitglied davor... Nein, das habe ich zu Hause geschrieben, das mache ich nicht in meinem Dienst, ja, sondern das schreibe ich zu Hause. Arbeitszimmer habe ich gesagt, zu Hause gibt es auch Arbeitszimmer. Aber das Besondere ist... Nicht in Hamburg. Das Besondere ist ja aber, dass Sie von großer Demokratie reden und Volksabstimmung, aber kein Mitglied Ihrer Partei dazu was sagen konnte vorher. Ist das nicht unseriös? Warum konnte kein Mitglied... Das ist im Vorstand geschrieben worden. Es ist in der Tat so... Nein. Jedes Mitglied unserer Partei konnte sich dazu melden. Mhm. Aber es war so, dass ich vor dem Parteitag dazu geworben habe, vor der Diskussion zunächst einmal den Grundkonsens, den wir alle haben in der Partei. Und wir haben einen erstaunlich großen Grundkonsens, diesen Grundkonsens zunächst einmal zu beschließen. Okay. Und danach haben wir auch eine Programmdiskussion geführt. Und nun möchte ich noch Folgendes sagen. Unser Programm ist kurz und knapp und knackig. Das ist ja alles richtig. Aber das ist auch gut, weil es nicht so viele Phrasen enthält wie die ganzen anderen Parteiprogramme. Aber es ist denn wenn ich lese, was sonst so geschrieben wird, dann ist es doch schon erstaunlich, was für leere Formulierungen da alle drinstehen. Ja gut, aber Herr Lucke... Sie sofort den Inhalt. Und es sind viele andere Inhalte dabei. Ja, der Inhalt, aber es ist sehr schwer. Der Inhalt wird nicht zu Ende buchstabiert. Das müssen Sie schon... Nein, das haben wir auch, glaube ich, am Anfang ausgearbeitet. Was das klare Bekenntnis angeht, wollen Sie zurück zu D-Mark oder nicht, was ist Parallelwährung und so weiter. Aber was viel wichtiger ist, die Frage meiner Ansicht nach, diese Demokratiefrage. Können Sie so weitermachen, dass Sie quasi ohne Beteiligung der Mitglieder vom Vorstand aus beschließen und diese Zweidrittelmehrheit haben für Korrekturen? Ist das Drei Viertel, ist das ein seriöses Angebot? Moment, immer langsam. Der Parteitag hat beschlossen und nicht der Vorstand hat beschlossen. Der Parteitag hat das einstimmig im Wesentlichen beschlossen. Da war 75%, also eine Hürde, die sehr leicht zu nehmen war. Das war übrigens nur eine Verfahrensmehrheit für den Parteitag und keineswegs, wie Sie eben den Eindruck erweckt haben, eine grundsätzliche Hürde für weitere Programmdiskussionen. Wir werden eine programmatische Diskussion auch weiterhin führen. Aber es ist natürlich so, dass man als junge Partei sich ein bisschen Zeit für solche Sachen lassen muss. Da würde ich aber schon raten, dass Sie etwas lebendiger, etwas offener führen, als Sie das jetzt zum Einstieg gemacht haben. Herr Strobel, ich lade Sie herzlich ein, zu unserem nächsten Parteitag zu kommen und sich von der lebendigen Partei zu überzeugen. Es war in Wahrheit gar keine Debatte gewesen. Sie waren wohl dabei. Ausreichend darüber berichtet worden. Ich glaube, wir haben viele Argumente. Sie haben keine Debatte geführt. Wir müssen jetzt aber noch Ihr Kreativitätspotenzial abfragen. Ich finde auch ein Wahlprogramm auf 3,5 Seiten für Deutschland, ehrlich gesagt, ein bisschen dünn. Wir haben zum Schluss, brauchen wir noch Zeit für die Wenn-Dann-Fragen, damit es noch ein bisschen turbulent wird für Sie als Euro-Rebell. Erste Frage, wenn die Alternative für Deutschland die Piratenpartei für Rentner ist, dann... Bitte? Wenn die Alternative für Deutschland die Piratenpartei für Rentner ist, dann... Die Alternative für Deutschland ist nicht die Piratenpartei für Rentner, weil wir sehr viele junge Leute bei uns haben. Sie können sich ja unsere Jugend-Facebook-Seite beispielsweise angucken. Herr Strobel, wenn wir von einem Kabinett der Professoren regiert werden, dann? Wird es in Deutschland nicht unbedingt besser. Wenn Ihrer Partei ein Zug fährt, wie Friedrich Merz fehlt, dann? Wir brauchen ein Zug fährt wie Friedrich Merz überhaupt nicht, weil wir gerade dadurch überzeugen, dass wir Bürgerbeteiligung haben und aus den Grasrücken der Gesellschaft kommen. Ganz kurz, wenn Ihr Steuerabkommen mit der Schweiz Uli Hoeneß Schwarzgeld legalisiert hätte, dann? Müsste er trotzdem gewaltig Steuern nachzahlen. Und für Sie, wenn Herr Hoeneß Ihrer Partei mal 1 Million rüberschiebt, dann? Leute, die vorbestraft sind, wollen wir gar nicht erst haben. Noch ist er nicht vorbestraft. Zum Schluss, also die Unschuldsvermutung sollte schon noch gelten. Und zum Schluss... Noch ist Herr Hoeneß nicht vorbestraft. Ja, ich bedanke mich bei meinen Gästen. Zum Schluss wurde es turbulent und interessant. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Bleiben Sie wach, es lohnt sich. Applaus